Ein wahrlich unheimlicher Ort, den wir heute besuchen, und damit willkommen bei Pax TV. In diesem Film wird mal nicht gepilgert, wir gehen auch nicht aufs Wasser, sondern wir machen heute einen geschichtlichen Spaziergang. Wir besuchen das Pompeji an der Oder, die alte Festung und Altstadt von Küstrin oder vielmehr das, was von ihr noch übrig geblieben ist. Bevor wir unseren Spaziergang beginnen, lasst mich euch noch schnell erklären, wo wir hier genau sind. Küstrin oder wie es heute heißt, Koszalin, ist ein Ort 90 Kilometer östlich von Berlin, direkt an der Oder, aber schon jenseits der Oder, also auf polnischem Territorium. Wollt ihr diesen Ausflug einmal nachmachen, empfehle ich euch, lasst das Auto einfach zu Hause stehen. Nehmt den Zug, der Hintercity Express bringt euch binnen einer Stunde von Berlin hierher. Er fährt auch, glaube ich, jede Stunde einmal, rückwärts genau das Gleiche. Wenn ihr euch doppelte Wege ersparen wollt, steigt ihr am besten in Kiez aus. Das ist der letzte Bahnhof auf deutschem Gelände. Sind dann 3-4 Kilometer bis hier runter zur Oder, also ein Dreiviertelstündchen angenehm hier runter wandern. Und dann seid ihr auch schon da. Ihr besichtigt die Festung und geht dann auf dem Rückweg nicht wieder zurück nach Kiez, sondern lauft zum Bahnhof Koszalin, was auch die Endhaltestelle dieser Linie ist. Und seid dann genauso fix auch wieder im Stundentakt in Berlin. Also es lohnt sich wirklich mal, einen ganz entspannten Ausflug mit dem Zug zu machen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, dem empfehle ich, wenn ihr über die Grenze rübergefahren seid, kommt kurz danach ein Kreisverkehr und mitten in dem Kreisverkehr geht rechts so ein kleiner Sandweg raus. Dann seid ihr auf der Rückseite der Festung und da sind so ein paar wilde Parkplätze, also könnt ihr kostenlos da eure Karre abstellen. Wer von weiter her kommt, unweit von Küstrin in Kuhbrücke, ist der Fischereihof Schneider, wo man auch gut mal das Wohnmobil abstellen kann und dort ein, zwei Nächte schlafen kann, um sich vielleicht mal diese ganze Oder-Region genau vorzunehmen. Der Blick über die Oder. Ich halte jetzt direkt auf die Bastion König drauf. Die Festung bestand aus insgesamt 6 solcher Bastionen. Zur Oderseite 3. Links, also im Nordwesten, die Bastion König. Zentral die Bastion Brandenburg. Und ganz hinten, ihr werdet es jetzt im Video kaum sehen, die Bastion Philipp. Auf der anderen Seite kommt dann noch die Bastion Königin, Kronprinz und Kronprinzessin. Da kommen wir nachher noch hin. Die sind aber teilweise schon nicht mehr existent, weil, wie ihr später im Video noch erfahren werdet, die nach Osten gewandte Seite später, als die Festung ihren Festungscharakter verlor, geschliffen wurde. Die Festung, also 1535 wurde sie angefangen zu bauen, später dann im italienischen Stil erweitert. Sie ist ein langgezogenes Rechteck mit 6 Bastionen, hatte ich euch gerade eben schon vorgestellt. Dazu noch 3 Reveline, also so vorgelagerte Inseln, um ein noch besseres Schussfeld zu bekommen. Und 3 Tore, die wir uns gleich noch aus der Nähe angucken werden. Die Festung war in ihrer Blütezeit eine der größten Deutschlands und galt zeitweise als uneinnehmbar, was sich dann aber recht schnell mit der Entwicklung der Waffentechnik erledigt hatte. Als das der Fall war, wurde daraus im Prinzip die Altstadt von Küstrin, also nicht wundern, wenn mal eine Festung mal Altstadt gesagt wird, ist es haargenau dasselbe. Und deswegen findet ihr da drin auch viele Sachen, die eigentlich in der Stadt gehören. Ein Hauptpostamt, ein Schloss, eine Kirche. Also wie gesagt, nicht wundern, Festung, Altstadt, ein und dasselbe. Gut, wir werden jetzt mal etwas näher rangehen und uns dann alles vor Ort betrachten.
Wir haben jetzt auf dem Weg hierher die Bastion König und den Rivellin Albrecht passiert und stehen jetzt vor dem Berliner Tor, einem von drei Toren, welche dazu dienten, die Festung zu betreten oder eben auch zu verlassen. Bevor wir jetzt eintreten, habe ich hier eine kleine Skizze für euch in den Sand gemalt und möchte euch noch eine wichtige Sache auf dieser erklären. Gut, da ist mein Meisterwerk. Ich hoffe, nachher am fertigen Video kann man alles genauso gut erkennen, wie ich es hier sehe. Ihr seht fünf Vierecke und dazu einen dicken Strich, welcher die Oder darstellen soll. Das mittlere Viereck ist die Festung Küstrin. Die vier weiteren Vierecke stellen sogenannte Forts dar. Forts waren für die Versorgung der Festung wichtig, gerade im Belagerungsfall. Deswegen zu allen Himmelsrichtungen eins, sodass je nachdem von wo die Belagerung, der Angriff, was auch immer ist, man immer noch zwei bis drei zur Verfügung hatte, um sich quasi nicht den Hahn abdrehen zu lassen. Wir sehen links unten, welches auf der Karte der Nordwesten wäre, das Fort Gorgast im Nordosten, also auf meiner Zeichnung links oben das Fort Zorndorf, rechts oben im Südosten das Fort Tscherno und im Südosten rechts unten das Fort Sepzig. Von diesen Vieren sind drei nicht mehr der Reise wert. Zorndorf, Tscherno, Sepzig sind nur noch Ruinen, die wirklich nicht unbedingt betrachtenswert sind. Anders sieht es aus im Fort Gorgast, zumal noch auf deutscher Seite. Dieses Ding ist noch 1A intakt, ist auch ein Museum, man kann es sich angucken. Also wer hier schon mal ist, Empfehlung, sofern ihr mit Auto da seid natürlich, fahrt nochmal nach Gorgast und da könnt ihr euch im Prinzip die Festung Küstrin in klein angucken. Durch das Berliner Tor hindurch sind wir jetzt gleich auf einer der Hauptstraßen, natürlich der Berliner Straße. Ja, was ist übrig geblieben nach dem letzten Weltkrieg? Nicht mehr viel. Rechts und links kann man noch gut die Ansätze der Häuser sehen. In manche Häuser könnte man, wir machen es natürlich nicht, so ja noch quasi im Erdgeschoss spazieren gehen. Der Rest fehlt. Ja. So kam eben Küstrin zu seinem Beinamen Pompeji der Oder, also binnen weniger Tage bis auf die Grundmauern alles zerstört. Gut, linke Hand. Man sieht noch die Reste der ehemaligen Hauptpost, war ein wirklich riesiges Gebäude. Ich verzichte in dem Film nebenbei gemerkt mal auf die Fotos. Die historischen, die könnt ihr euch im Netz alle angucken, das Netz ist voll. Ich habe jetzt nur keine Lust hier mit irgendwelchen Urheberrechten rumzukämpfen. Deswegen zeige ich euch einfach, wie es heute aussieht und ihr guckt es euch dann im Netz an. Ich verlasse jetzt schon diese Berliner Hauptstraße und biege nach rechts ab, weil hier das erste eigentliche Highlight ist. Der ehemalige Exerzierplatz war ja, wie gesagt, eine Festung oder Garnison. Und hier mussten die Soldaten das Exerzieren üben. Er hieß, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Renneplatz oder Renéplatz. Mein Französisch ist da nicht so gut. Aber da kein Apostroph auf dem zweiten E ist, gehe ich mal von Renneplatz aus. Gut, den werden wir jetzt mal weiterlaufen, um dann ins Zentrum der Stadt zu kommen. Ja, wir befinden uns jetzt am südwestlichen Ende des Exerzierplatzes und die Grundmauern hinter mir, das war früher die Kommandantur. Hier saß der Kommandeur. Ja, wo konnte man als Kommandeur besser Eindruck über den Ausbildungsstand seiner Soldaten sehen als am Exerzierplatz?
Daher vermute ich zumindest, wurde dieser Platz, welcher, naja, nicht quadratisch, aber rechtwinklig ist, eben als Exerzierplatz gewählt. Und ja, hier wurden die armen Jungs gedrillt. Ich kann euch sagen, macht keinen Spaß. So, die Kommandantur halb links liegen lassen, kommt ihr gleich auf den zentralen, den mittelsten Punkt der alten Festung, auf die sogenannte Schlossfreiheit. Der Name sagt's, wir sind jetzt hier auf dem Schlossvorplatz. Hinter mir seht ihr einen Sockel eines Denkmals. Hier stand früher Hans von Küstrin drauf. Ihm zu Ehren wurde das Denkmal errichtet. Es ist im Krieg auch verloren gegangen. Heute posieren hier alle möglichen Kinder und Erwachsenen drauf. Wir machen das natürlich nicht, gehört sich nicht. Außerdem musst du schon ganz schön sportlich sein, um da raufzukrabbeln. Ja, ich stehe jetzt hier an der Stelle, wo sich früher mal der Altar befand, nämlich der Altar der Küstriner Pfarrkirche. Ich habe Bilder aus dem frühen Winter 45 gesehen, als diese Kirche noch völlig intakt war und dann leider völlig grundlos binnen weniger Tage dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ich habe über Bestrebungen auch gelesen, hier Küstrin wieder neu entstehen zu lassen, im historischen Gewand wohlgemerkt. Aber das ist nur auch schon 10, 15 Jahre her und ihr seht ja, es ist nichts passiert. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben. Aber ich drücke dem Ort zumindest die Daumen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nebenbei bemerkt, wenn ihr hier mal langlauft, haltet bloß die Augen auf. Hier sind wirklich überall Kellergewölbe drunter. Mitunter ungesicherte Gruben, wo du ohne Probleme einfach mal 2-3 Meter in die Tiefe sackst. Ja, es ist halt, wie es ist. An ein, zwei Stellen wird darauf hingewiesen, man soll eigentlich nicht reinlaufen oder zumindest nicht drauf rumkrabbeln. So schreiben sie es hier auf den Grundmauern. Also passt auf, wo ihr hintretet. Thank you.
Ich habe jetzt quasi nur die Straßenseite gewechselt, bin aus der Pfarrkirche raus über die Schlossfreiheit rüber zum Herzstück des alten Küstrins, zum alten Schloss. Es war kein großes, aber ich finde ein sehr schönes Schloss. Guckt es euch auf den historischen Aufnahmen an. Ja, und so langsam kommen wir zu den Geschichten Küstrins. Ihr erinnert euch an den Herrn Fontane, den Spruch zu Anfang des Films. Etwas, ich krieg's jetzt so sinngemäß hin, etwas Unheimliches hat dieser Ort, etwas Finsteres an sich, und er sieht es immer in diesen grauen Novembertagen des Jahres 1730. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr an unserem nächsten Stopp außerhalb des Schlosses. Ja, wir stehen jetzt hier am südöstlichen Ende des Schlosses und hier fand das erste Kapitel der finsteren Ereignisse, welche in Küstrin passierten, statt. Fontane konnte nur drei erkennen. Die vierte, die endgültige Katastrophe, geschah ja erst viele Jahrzehnte nach seinem Tode. Aber was passierte genau hier? An dieser Stelle, deswegen heißt es ja auch die Katte-Tragödie, verlor ein gewisser Herr Katte seinen Kopf. Wer war Katte? Katte war der Jugendfreund Friedrichs des Großen oder damals noch des Kronprinzen Friedrich. Das Große kam ja erst später. Ja, wie kam es dazu? Die meisten kennen die Geschichte von der missglückten Flucht. Friedrich war ein schwieriges Kind, das muss man so sagen. Man lastet ja mal alle Schuld auf den Vater. Hatte er auch natürlich. Aber wie gesagt, Friedrich als Kronprinz, da lagen Erwartungen, die musste man einfach erfüllen. Und Friedrich tat es eben, naja, teils. Gut, die letzte erzieherische Maßnahme fand hier statt. Die Flucht, denke ich mal, werden viele von euch kennen. Wer nicht, dem sage ich es nochmal kurz. Als endgültigen Schlusspunkt der ganzen Drangsalierung durch seinen Vater beschloss Friedrich, zu fliehen. Es war eine, sagen wir es mal nach heutigen Worten, Dienstreise ins Südwestdeutsche, wo er beschloss, in Steinsfurt sich von der Gesellschaft abzuseilen, ins nahe Holland zu fliehen. Und sein Jugendfreund Katte, welcher noch in seiner Garnison, er war ja Leutnant, in Berlin saß, wollte nachkommen und sie wollten dann nach England zur Verwandtschaft fliehen. Es war alles sehr dilettantisch geplant. Es flog auf, Friedrich wurde dingfest gemacht und Katte wenige Tage später. Er hätte sogar noch die Chance zur Flucht gehabt, aber die beiden waren sich wahrscheinlich der Tragweite ihres Tuns gar nicht bewusst. Und so gelangen sie in Haft. Das Kriegsgericht in Köpenick befand Katte insofern schuldig, dass sie ihm lebenslange Festungshaft auferlegten. Für Friedrich sollte der Vater selber entscheiden, er ist immerhin der künftige König, der jetzige Kronprinz. Friedrich Wilhelm, der Vater, war damit nicht zufrieden. Er erhöhte die Strafe für Katte sofort durch eigene Entscheidung quasi auf Hinrichtung durch das Schwert. Für Friedrich ließ er das noch offen, aber auch da gingen seine Überlegungen dahin. Es war letztlich die entscheidende erzieherische Maßnahme des Vaters. Friedrich musste hier am 6. November 1730 der Enthauptung Kattes beiwohnen und ward fortan geläutert. Er musste ja noch einige Jahre oder viele Monate, sagen wir es so, in Festungshaft bleiben, anfangs wirklich in Haft. Täglich gingen Berichte an den König, wie er sich hier schlägt und entwickelt, und da diese alle positiv waren, erließ ihm der König zunehmend die Strafe. Er hatte dann erstmal hier Freigang in der Festung
wurde mit allerhand Aufträgen hier bedacht, die er auch sehr gut ausführte, durfte dann später die Festung verlassen. Friedrich sagt selber über diese Zeit, hier lernte er im Kleinen das, was er später als König im Großen brauchte, nämlich die Führung einer Festung, einer Garnison. Als er dann die Festung verlassen durfte, ging es fast täglich mit dem Pferd nach Tamsel, das liegt hier 6 Kilometer noch landeinwärts, zu einer Dame, Eleonore von Wrech, eine Frau wenig älter als er. Sie soll sehr schön gewesen sein, sehr gebildet, den Künsten zugewandt und häufig allein, da ihr deutlich älterer Gatte selber Soldat war und hier, wie sagt man, nicht heimatnah stationiert war. Gut, es werden allerhand Gerüchte darüber oder gingen allerhand Gerüchte darüber in Umlauf. Ja, was da genau passierte. Sie mochten sich. Gut, wir werden jetzt mal hier weitergehen und vielleicht sage ich nur noch, dann können wir das Kapitel hier nämlich abschließen zum Friedrich. Er durfte die Festung dann verlassen, als er sich zur Hochzeit mit Elisabeth Christine bereit erklärte, eine Frau, die er überhaupt nicht liebte, und es wird gemunkelt, es war wirklich nur der Wunsch, hier endlich wegzukommen, der ihn zu dieser Hochzeit zur Einwilligung bewegte. Es ging dann nach Rheinsberg, wo er die schönsten Jahre seines Lebens verbrachte. Er durfte zum ersten Mal seinen eigenen Hof halten und genoss diese wenigen Jahre bis zur Thronbesteigung in vollem Maße. Steht ungünstig, aber für die, die es vor Ort nochmal nachlesen wollen, an der Stelle der Hinrichtung steht jetzt hier so ein Schild, wo nochmal diese ganze Geschichte, was ich euch gerade eben erzählt habe, erklärt wird. Wir bewegen uns jetzt zur Bastion König, und da der Weg ja noch ein Stück ist, kann ich euch mal noch einen kleinen Insider-Tipp geben, nochmal zu dieser ganzen Katte-Tragödie. Man hat den Jungen noch wohl ein paar Stunden liegen lassen, und hat man wohl damals so gemacht, das sollte ja eine abschreckende Wirkung haben. Und danach wurde er in einem typisch preußisch Standardsarg für Hingerichtete, also einfachstes Kaliber, wie sagt man, eingebettet, und hier auf dem Armenfriedhof, auch das machte man so, naja klar, ohne Ehre begraben. Der Vater von Hans Hermann war aber ein guter Freund des Königs, auch ein verdienstvoller Soldat, und so bat er Friedrich Wilhelm, seinen Sohn umbetten zu dürfen in die eigene Familiengruft in Wust, bei Tangermünde ist das. Dem wurde stattgegeben, man hat den Hans Hermann wieder ausgebuttelt und dahin überführt. Wer mal dort zu tun hat in der Gegend, fahrt da mal hin, in der Kirche, da hängt ein Zettel, müsst ihr anrufen, dann kriegt ihr eine 1A-Katteführung. Ja? War auch mal, in der Zeitung habe ich es mal gelesen, bin dann da hingefahren, und die Dame hat wirklich 2 Stunden in so einer kleinen Dorfkirche uns einen Vortrag gehalten. Das war 1A. Wirklich. Ganz viel Hintergrundwissen. Ja, das war was. Zum Schluss dieser Führung geht man natürlich in die Kattegruft. Und das müsst ihr euch mal so vorstellen. Die ganzen Prunksärge in Reihe und Glied. Und ganz hinten in der Ecke, halb schräg. Jetzt muss ich mal gucken, da geht's lang. Halb schräg ist eben noch dieser olle, einfache, arme Leute-Sarg. Sieht aus wie wirklich nur abgestellt, nicht mal in Reihe und Glied. Und die Dame erzählte uns zu der Sache, dass der Vater, so traurig er natürlich war, dass sein Sohn tot ist, dieses Urteil voll und ganz akzeptiert hatte. Das war Fahnenflucht, und in Respekt vom König hat er nicht mal es gewagt, seinen Sohn in einen besseren Sarg zu betten. Oder ihn neben eine Mutter oder wie auch immer in Reihe und Glied einzureihen. Also, wenn ihr da mal seid, guckt euch das an. Die bietet auch noch eine zweite Führung, die Effi Briest-Führung an. Wo Fontane da war, war er da wohl so inspiriert, dass er da, also zumindest die Geschichte Effi Briest dahin verlegt hatte.